Susan will uns endlich besuchen. Lady Susan Vernon? Dieses Weib ist ein Teufel. Glückwunsch, ihr seid im Begriff, die schlimmste Verführerin ganz Englands zu empfangen. Entschuldigen Sie, dass ich hier so hereinplatze. Oh, was für ein wunderschönes Familienbild. Mrs. Cross wird mich begleiten und beim Packen und Auspacken helfen. Da Freundschaft eine Rolle spielt, wäre ein Entgelt für uns beide wohl eine Beleidigung. Nun ja, mein Schwager ist sehr reich. Es heißt, in einer Notlage läge stets die Chance für einen Neuanfang. Sir James Martin. Überaus reich und überaus schlicht. Wie lustig, diese winzigen grünen Kugeln. Wie nennt man sie? Erbsen. Wäre meine Tochter nicht der größte Einfallspinsel der Welt, dann wäre sie jetzt mit ihm verlobt. Aber Mutter, ich sehe, dass Sir James ein gütiger Mann ist, aber eine Ehe ist doch für das ganze Leben. Nicht nach meiner Erfahrung. Darf ich vorstellen? Lady Susan. Ich bin hoch erfreut, Lady Susan. Er sieht gut aus, oder? Auf eine unbeholfene Weise. Mannering ist in der Stadt. Haben Sie meinen Ehemann gesehen? Ein schreckliches Weib. Völlig verrückt. Wenn sie vorhatte, eifersüchtig zu werden, hätte sie so einen Mann nicht heiraten dürfen. Bekommt diese Frau immer ihren Willen? Sie hat ein gefährliches Verständnis der männlichen Natur. Ich fürchte, dass Lady Susan Vernon jede Annehmlichkeit unseres Lebens zerstören würde. Aber gern. Oh, wie flegelhaft. Ich erfreue mich an Sir James' Besuch in Churchill. Churchill, sagt man das so? Alles zusammengesprochen? Ich hatte Church und Hill gehört, konnte aber beides nicht finden. Alles, was ich fand, war dieses mächtige Haus. Sie hatten versprochen, jeden Kontakt zu dieser Frau aufzugeben. Was für ein Fehler es war, ihn zu heiraten. Zu alt, um lenkbar zu sein und zum Sterben zu jung. Lady Susan? Wie können Sie es wagen, mich anzusprechen? Hinfort oder ich lasse Sie auspeitschen. Ungeheuerlich. Du kennst ihn gar nicht, oder? Doch, ich kenne ihn gut. Ich würde nie mit einem Fremden so sprechen.